Versteckte Funktionen in Draw. Teil 6. Objekte kopieren und Grundformen. Öffnen Sie Draw und öffnen Sie die bestehende Arbeitsdatei drawobjekte.odg. Objekte kopieren. Klicken Sie auf die Folie 2. Zeichnen Sie ein beliebiges Objekt, zum Beispiel eine Ellipse. Ein angewähltes Objekt kann mit der linken Maustaste und der Steuerungstaste mit Halten, Ziehen, Loslassen kopiert werden. Mit der Steuerungstaste können auch mehrere angewählte Objekte gleichzeitig kopiert werden. Alternativ kann die Anzahl der Kopien eines oder mehrerer angewählter Objekte festgelegt werden. Betätigen Sie dazu Umschalt plus F3. Es öffnet sich der Dialog Vervielfältigen. Tragen Sie dort die gewünschte Anzahl Kopien ein. Im Dialog können Sie auch noch die Verschiebung, die Vergrößerung und die Farben für Beginn und Ende eingeben. Bei Verschiebung X-Achse geben Sie zum Beispiel 0,50 cm ein. Für Beginn und Ende wählen Sie zwei unterschiedliche Farben aus und klicken auf OK. Sie haben nun zum Beispiel 10 Kopien erzeugt. Mit Umschalt und F3 kann dieser Vorgang auch mit mehreren Objekten durchgeführt werden. Grundformen, in Klammer Standardformen. Objekte können Sie auch schnell einfügen. Klicken Sie die Folie 7 an. Auf der Symbolleiste Zeichnung wählen Sie den schwarzen Pfeil bei dem Symbol Grundformen. Die Auswahl der Grundformen wird angezeigt. Die Auswahl mit den Grundformen ziehen Sie mit gehaltener Maustaste freischwebend. Mit Steuerung plus Klick auf ein Symbol wird dieses Symbol mit den Standardeigenschaften in die Folie eingefügt. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.